So, wenn ich ihn jetzt wieder berühre, geht er wieder nach oben. Ich berühre ihn wieder und er geht nach oben. Und wir haben das erste Mal irgendwas Sinnloses gecodet. Es ist ein richtig billiger Aufzug. Yay! Aber damit habt ihr schon mal ein grobes Verständnis, dass man mit Scripts halt alles Mögliche machen kann. Ihr habt eure erste Obby gebaut. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wie man irgendwas Spezielles in dem Spiel macht, wie zum Beispiel, ihr wollt eine Obby bauen und man will ja auch irgendwas davon haben. Sagen wir, ihr wollt ein Leaderboard hinzufügen, das hier oben rechts zu sehen ist, wo man dann Punkte sammeln kann. Ich kann euch zeigen, wie man diese Werte in dem Leaderboard speichern kann, wie man Global Leaderboard macht. Ich kann euch eigentlich alles Mögliche zeigen, aber kommt mir jetzt bitte nicht mit, zeig mal, please, wie man Pet Simulator programmiert. Das werde ich euch nicht zeigen. Also, das wäre einfach zu lang für ein Video. Ich kann euch einzelne Kleinigkeiten zeigen, die ihr braucht. Ich kann euch auch die Coding Basics beibringen, die sinnvoll sind für alle möglichen Programmiersprachen. Heißt, was sind Variablen, wofür sind die da, wie kann man mit denen arbeiten, was sind Funktionen, was sind Methoden, was sind Objekte, in Roblox Instances, ne? Was kann man mit dem ganzen Kram machen? Ich kann euch gerne zeigen. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, wie man Roblox Studio bedient, dann sagt mir Bescheid. Ich gebe euch